Es ist Samstagabend und hallo zur heutigen Show. Ja, ich hoffe, ihr habt den Tag bisher gut rumgebracht. Das war ja tolles Wetter draußen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem drin geblieben. Und wie ich es gestern schon versprochen habe, an diesem Wochenende gibt es die Oberfuchshuber Classics. Denn vor über 10 Jahren, genau gesagt von 2008 bis 2009, durfte ich ja schon mal eine Late-Night-Show moderieren. Und zwar den FAB Late-Night Club. Ja, wir haben 44 Shows gemacht, ein Jahr lang. Und da waren ganz tolle Gäste zu Gast und da möchte ich euch auch in den nächsten Wochen das ein oder andere Highlight präsentieren. Und zwar hatte ich unter anderem im August oder Juli, August 2008 wirklich den König der Karlauer zu Gast und zwar Fips Asmussen. Ich war sehr stolz drauf, eine sehr schräge und lustige Sendung und da gucken wir uns jetzt ein paar Ausschnitte an. Also viel Spaß. Der FAB Late Night Club. Christian Oberfuchshuber. Guten Abend! Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind! Guten Abend hier in Berlin! Da freuen Sie sich heute auf den Meister, ja, Comedy kann man nicht sagen, Stand-Up-Comedy kann man nicht sagen, denn ich glaube, er war der Erste, der das irgendwann damals gemacht hat und darüber werde ich mit ihm heute sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute da ist, meine Damen und Herren. Fips Asmussen ist heute in der Sendung. Ja. Hallo. Na? Die Applaudisseure, die einarmigen Menschen, das ist ja herrlich, du. Ich wusste gar nicht, dass so viele im offenen Vollzug sind hier. Das ist ja schön. Du lachst, Mädel. Schön, wo hast du deinen Kerl gelassen? Ist er das? Nein. Oder er? Du, das ist aber ein flottes Kerlchen. Ja. Schläft er schon durch? Ja. Ja. Schön, aber schöne Zähne hat er. Gibt's die auch in Weiß? Ja, gibt's auch in Weiß. Ne? Ja. So, ich muss mal ein bisschen... Was ist mit dir los hier vorne? Hast du keinen Humor? Warum weiß dein Gesicht nichts davon? So, jetzt geht es. Ja, da muss man überreden können, oder nicht? Mann, oh, ihn kenne ich hier aus dem Fernsehen. Oh, ihn kenne ich. Den habe ich vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen, Alter. Mensch, wie heißt der die Sendung noch? Die hier, Bauer sucht Frau. Ja. Ach, ja. Das, hey, ein bisschen weiche Hände, bist du arbeitslos? Nee. Na, das ist aber eine hübsche, du. Das ist aber eine hübsche. Erzähl mal ein bisschen von dir, komm. Wie heißt du, wo wohnst du, was kostest du? Da kann man doch überreden. Ja? Ah ja, guck mal, er lacht hier vorne, du. Aber hier, da ist so ein typisch schon hier, das ist so. Hier, er, hast du gesehen? Mit dem Bart drumrum. Ja. Ganz modern, bei der Geburt den ganzen Rahmen rausgerissen. So, pass auf. Hallo, Fips, schön, dass du da bist. Alexander, grüß dich. Na, alles gut. Herzlich willkommen. Fips, schön, dass du da bist heute. Oh, ich weiß nicht, ob man das hier darf. Ich habe mein du weißt es, ja. Ob man das hier auch machen darf. Doch, du darfst das. Darf ich das? Ja. Ja, ich bin ja. Taschenbecher stehen. Ja. Oh, ja. Das ist auch schön, ja. Ja, da das auch, kann, einmal an. Guck mal, die Raucher applaudieren schon. Das ist, ja. Alexander, willst du auch eine rauchen? Nee, ich bin nicht Raucher. Aber ah, aber. Ich auch, ja. Aber, wollt ihr mal, hör mal, jetzt, ey. Alter Ofen qualmt hier aber richtig, ja? Aber ich rauche da. Ja, der Arzt hat auch gesagt, Herr Asmussen, seitdem Sie TBC haben, husten Sie wesentlich freier. Ja. Sagt er, Sie sollten statt einer Zigarre mal einen Apfel essen. Ich sage, Doktor, aber 30 Äpfel am Tag komme ich vom Klo gar nicht mehr runter, Mensch. Ja. Ich bin Kampfraucher. Ja? Ich sage ja zur Zigarre. Das heißt, wie viel? Eine Frau ist eine Frau. Eine gute Zigarre ist wundervoll. Die meisten Leute sagen ja, und da ist viel dran. Passivrauchen ist das Gefährlichste. Deshalb bin ich ja Aktivraucher. Siehste? Ja. Verstehst du? Wir und sind ich hier dann ja. Super. Ja. Nee, das ist also es mit dem Rauchen. Und wir wissen genau, die wenigsten Raucher sterben an Lungenkrebs. Das wissen wir mittlerweile. Ja, sondern an allem anderen. Nein, die meisten Raucher erfrieren auf dem Balkon. Warum ich? Ja. Warum ich zum Beispiel zum Rauchen gekommen bin, kann ich ja ganz kurz zwischendurch ja, erwähnen. Klar. Kein Ding. Durch diese berühmte Zigarette danach. Ah. So wurde ich zum Kettenraucher. Alex, was sagt uns das jetzt? Ja. Ich weiß noch nicht genau. Alex, das interessiert dich. Ich kaufe mir noch nicht eine Schachtel Zigaretten. Was steht drauf? Rauchen macht impotent.
Ich sage, dann geben Sie mir die mit dem Krebs, Mensch. Ja. Nein, Fips Asmussen, seit 30 Jahren jetzt auf der Bühne unterwegs. Mhm. In Deutschland, auf der Welt. Kannst du dich denn noch an deinen allerersten Auftritt erinnern? Nee. Weiß ich nicht mehr. Da war ich irgendwo, was weiß ich, dumme Sachen erzählt. Ich hatte kein Mikrofon und es war grausam. Mhm. Es war grausam. Ich habe ja früher nur gesungen. Mhm. Ich habe richtig Gesang studiert. Habe es da nicht weit gebracht. Du bist ja quasi das oder hast damit angefangen, was man jetzt Stand-up-Comedian nennt. Gab es früher noch gar nicht. Und diese ganzen Kollegen, die ja quasi jetzt das machen, was du ja schon ganz lange machst, gibt es da welche, die, wo du sagst, finde ich toll, was die machen, oder sagst du, das war doch immer alles besser? Ja, es gibt einige sehr gute. Was sie lassen sollten, ist, wenn sie immer von links nach rechts laufen. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, es macht mich nervös. Und es lenkt auch vom gesprochenen Wort ab. Mhm. Nicht? Mhm. Denn wirst du bei einem guten Kabarettisten oder so nie sehen, dass der lange auf der Bühne rumläuft. Der will vom Wort leben. Und bei den Comedians, die erzählen, ich will keine Namen nennen, die laufen von links nach rechts und sagen, ich bin verheiratet. Mhm. Alter, ich bin verheiratet. Dann laufen sie auf der anderen Seite und sagen, ich bin verheiratet. Ja. Du glaubst das nicht, ich bin so lange verheiratet. Da laufen die immer von links nach rechts. Ja. Da sind schon 10 Minuten um, in der Zeit habe ich 30 Gags erzählt. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht jetzt hier, ne? Chips, das ist so ein bisschen, du kommst ja aus Hamburg, so macht man sich in Hamburg gemütlich, oder? Mhm. Wenn man so in der Runde zusammensitzt. Das ist schön. Ich frage auch meistens das Publikum so ein bisschen, kennt ihr Hamburg? Ja. Wer war schon mal in Hamburg? Jo, alle. Hey, und du Ferkel hier vorne auch? Oder hast du nur eine Hafenrundfahrt gemacht? Armer Teufel. Hamburg, du. Guck mal, ich kriege strahlende Augen, wenn ich sage Herbertstraße. Kennst du die Herbertstraße? Ja, aber die ist richtig abgeteilt. Da sitzen die Mädels aber rum. Du, in Negligés, auf ihren Barhockern zum Verkauf, hinter Glasscheiben sitzen sie. Und wenn ich heute Abend bei euch drüber reden will, dann muss ich das gesehen haben. Ja. Natürlich. Ich bin da reingegangen. Ich habe ans Fenster geklopft, habe gefragt, wie teuer. Sagt sie, 500 Euro. Ich sag, das ist aber teuer. Ja, ist auch Thermoglas. Als wir damals auf die Reeperbahn gingen, das waren aber Zeiten damals. Du, was, an jedem dritten Laden, was stand da dran? Weißt du es noch? Striptease, gibt's heute nicht mehr. Was steht da heute dran? Table Dance. Ja, ich bin in so einem Laden, du. Ich hab das aber gesehen, da saßen sie aber dicht gedrängt, du. Aber hier, richtig vorne ran, du. Drei Bauern hier aus Kleinmachwitz hier vorne, wie heißt das hier? Die saßen vorne erste Reihe, du. Und oben auf der Bühne, da turtelte eine rum, auf dem Tisch, Table Dance nennt man das heute. Du, die turnte oben auf dem Tisch rum, so eine Schlechtwetterfront mit zwei tief hängenden Wolken, weißt du, und pass auf. sag doch mal ruhig, Mensch. Und die turnte oben und die saßen so vorne, ganz eng vorne, weißt du? Und der eine, der kriegte solche Stielaugen, hat hier 100 Euro in den Slip gesteckt. Der zweite 100 Euro in den Slip. Der dritte nimmt seine EC-Karte, zieht sie durch den Schlitz, hebt 200 Euro ab. Wir sagen noch einmal Prost. Prösterchen. Vielen Dank. O Escolab, halt uns frei von Rizinus und Brunstabletten und segne unser Morgenei. Das wird uns vom Versauen retten. Prost. So, das war ein schönes Schlusswort. Das Wort zum Sonntag. Bis dann, schönen Abend. Tschüss zusammen. Ja, also... Das war schon was. Das war wirklich ein sehr lustiger Abend. Und ihr habt ihn ja bereits auch gesehen. Alexander Klavs war mein zweiter Gast an dem Abend. Und den gucken wir uns morgen an. Also bis morgen. Schönen Samstag. Euer Christian.